A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. City of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Und damit herzlich willkommen beim ersten Let's Play. Here we go again. Auf unserem Kanal. Request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Und wir spielen L.A. Noir. L.A. Schwarz. Quasi. Und wir sind schon an unserem ersten Fall. In einer Gasse, 10 Uhr abends. Floyd Rose, Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We I'm got out places of here. To be. Happy hunting. Ja. Und this is a wir schlüpfen hier in die Rolle von Cole Phelps. You're probably right. Let's just get it over and done. Einem einfachen Straßenpolizisten. Have it your way. In we'll search right up to the back wall. Los Angeles, if you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Und ja, der Krieg ist vorbei. Los Angeles und die USA erleben einen wirtschaftlichen Aufschwung. Vietnamkrieg ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Aber ich weiß es nicht. Geschichtlich war ich noch nie sehr gut. Und wir müssen hier jetzt in dieser Gasse Beweise und vor allem die Waffe finden. Job, to pick through other people's trash. Mal schauen, was wir so finden werden. Na, da hinten ist ein Blutfleck. Da wurde wahrscheinlich Scooter erschossen. Anything?
shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go. Don't get all deep on me, Phelps. Nein. Okay. Mal sehen, was wir sonst noch so finden werden. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Werden irgendetwas? Sieht aus wie ein Obdachlosenheim. Haben wir vielleicht einen Zeugen? We're never gonna find it. It's a waste of time. Und eine Flasche. Don't think this is anything. Die absolut nichts bedeutet. Zurück damit. Was haben wir sonst noch? Sieht aus wie lauter Müll. Das Abflussrohr klettere ich gleich. Ich schau noch kurz hier hinten. Was ist das? Ein Zigarettenstummel. Vom Täter. Not sure this means much. Aber. Kannst du die nicht an CSI schicken, Cole? DNA und sowas? Gab es das damals schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, früher war Polizeiarbeit ja noch viel schwerer als heute. Heute verrät dich ja schon so ein einfacher Zigarettenstummel oder ein einziger Fingerabdruck. Aber in den 40er Jahren in Los Angeles war das noch nicht so leicht. Kann ich mir vorstellen. Und hier sieht es doch sehr vielversprechend aus. Das ist eindeutig ein Revolver. Und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit unsere Mordwaffe. Smith & Wesson, Serial S71893. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Scheint nicht so schlau gewesen zu sein. Unser vielleicht rassistischer Mörder. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Da hat er allerdings recht. Sollten uns beeilen. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Tja, dann fragen wir doch mal bei dem Waffenladen nach. Vielleicht hat er sie hier kürzlich verkauft. It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ja. Ein bisschen Initiative zeigen kann man ja mal. Und unser Cody hier scheint ziemlich scharf auf eine Beförderung zu sein. Eher unverständlich für mich, wenn man jetzt so ein schickes Auto fahren kann. Mann, ist das cool. Sogar. Ford. Ford hatte damals auch diesen Aufschwung erlebt in Detroit. War das damals? Ich weiß es nicht, aber damals war hat die Automobilindustrie ja noch geboomt, vor allem in Detroit. Heute ist das ja alles ein bisschen anders. Heute ist in Detroit nichts mehr los. Aber zurück zu unserem Fall. Jetzt sehen wir erstmal, was unser Waffenhändler dazu zu sagen hat. Vielleicht kennt er jemanden, dem die Waffe gehört. Wenn sie nicht irgendwem gestohlen würde. Das wäre natürlich sehr schwer. Versuche mich auch ein bisschen an die Verkehrsregeln zu halten. Es ist ja schließlich kein GTA. Dementsprechend würde das, wie ich finde, ein bisschen die Atmosphäre zerstören, wenn man hier einfach nur blind darauf losbrettern würde. Also ich würde natürlich nicht so gut wie möglich den Verkehr anzuschließen. Natürlich werde ich jetzt nicht bei jeder roten Ampel warten, das wäre auch ein bisschen übertrieben, aber ne, ihr versteht mich wahrscheinlich. Und schauen wir uns
zündet ab bei Central Guns. Oh ja, er hat noch offen. Wow. Der muss Überstunden schieben, wenn er um 11 Uhr abends noch offen hat. Respekt. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for .357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Sehr freundlich, dass er uns gleich die Bestellungen gibt. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Modell 27. Das ist zwar eine 27er, aber mit gemasertem Walnuss. Walnussgriff, ja. Das hier ist keine 27er. Für hier noch irgendwo eine 27er. Ah, das ist sie doch. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Sehr freundlicher Mensch. Aber in dieser Stadt ist er nicht so, wie es scheint. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. So. Dann starten wir doch Herrn Schröder noch einen Super Trainer. Was ich hoffentlich herausstellen. Yeah, the shoot's wrong. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's the criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. They really are full of it. Damit hat er schon recht, die meisten geschehen aus Effekt. Nur die wenigsten sind wirklich geplant. Das ist eigentlich schon ziemlich interessant, wenn man mal überdenkt, wie viele Morde es überhaupt gibt, vor allem in den USA. Und wie viele davon wirklich nur aus Effekt sind. Vor allem hier in den 40er Jahren. Die Rassentrennung ist ja aufgehoben. Ist noch nicht so lange her. Glaube ich zumindest. Deswegen ist es schon sehr wahrscheinlich, dass unser Herr Schröder vielleicht sogar ein kleiner Rassist ist und den Schwarzen einfach nur gesehen hat. Naja, den Rest kennt er ja. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Hören wir uns doch erstmal an, was er dazu zu sagen hat. Naja, wird sich schon herausstellen.